Hallo und willkommen zurück zu Transport Fever. Und wir haben ja beim letzten Mal hier, ich behaupte jetzt einfach mal sehr erfolgreich, eine neue Warenlinie aufgebaut, wo doch einige Lebensmittel schon mittransportiert werden, so dass ich die Hoffnung habe, oh, letztes Jahr oder dieses Jahr hat es gepasst, dass jetzt hier langsam Gewinn erzielt wird. Ja, bis auf das hier irgendwie, ja doch, sind schon bei 174. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wandern die Waren per Hand darüber oder wie kommt das, dass hier... Hä? Wie auch immer. Ich bin mir irgendwie nicht sicher, wieso dann nur so wenig rüber transportiert wird. Vielleicht wirkt es auch nur so. Irgendwie Produkt im Lager 13, aber hier steht deutlich weniger. Ich habe keine Ahnung, wie da die Logik ist. Das wird schon passen. Denke ich. Hier könnte noch ein bisschen mehr angeliefert werden. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht hier jetzt echt gut aus mit dem Abholen. Ja, mit anderen Worten, diese Linien sollten eigentlich Gewinn machen. Ja, machen sie alle wunderbar gut Gewinn. Und hier kriegen wir einen neuen Wagen. Ein Drecksitz. Ein, bitte was? Decksitzwagen, nicht Drecksitz. Besser so. Wir haben hier unten noch unsere History-Linie. Da sollten wir also mit anderen Worten den Decksitzwagen direkt noch da holen. In unsere History-Line. Und dann habe ich mir überlegt, wir wollen natürlich Flughäfen ausprobieren, wo denn geeignete Orte wären. Wir sollten natürlich jetzt nicht sagen, hier im Flughafen, sondern eher so, dass es vielleicht zwei, drei Flughäfen gibt. Vielleicht ein paar mehr, aber jetzt nicht so viele. Da habe ich mir mal ein bisschen umgeguckt, wo gute Plätze wären. Und ich finde, Flughäfen sollten natürlich da sein, wo es flach ist. Also hier auf dem Berg macht jetzt ein Flughafen nicht so viel Sinn. Und ich denke, hier wäre für die Region eigentlich eine gute Stelle. Flughafen natürlich ist nicht direkt in der Stadt, also ist eigentlich nie so. Dementsprechend bauen wir ein bisschen weiter draußen, werden den dann mit Bahnanschluss noch verbinden und als Gegenstelle, zumindest als erste Verbindungsstelle, habe ich mir überlegt hier. Da ist es auch relativ flach, vielleicht nicht so flach wie da hinten, hätte auch eine Stadt in der Nähe und das ist dann auch eine gute Entfernung, wo es sich mit dem Flieger richtig lohnt. Ist mehr oder weniger über die ganze Karte. Dann könnte man sich noch überlegen hier. Aber das ist mir jetzt gerade... Ja, weiß nicht. Ich habe jetzt irgendwie Lust drauf hier. Wir sollten natürlich schauen, dass wir diese Städte dann... Also den Flughafen mit dieser Stadt verbinden und mit was weiß ich noch allem. Und überhaupt und sowieso. Nachdem hier so wahnsinnig viele Leute stehen, denke ich fast, es könnte sich lohnen, wenn wir hier mal noch einen zusätzlichen Zug backen. Backen, nein, hinpacken, nicht backen. Wie auch immer. Wo wollt ihr eigentlich alle hin? Moment mal. Wohnort, Geschäft. Also kann es sein, dass ihr eigentlich hauptsächlich die Route wollt? Und dann könnten wir irgendwie noch eine Special-Linie bauen, die nur zwischen den zwei Orten hin und her pendelt. Weil hier zum Beispiel warten irgendwie gefühlt niemand. In Janishausen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist irgendwie so. Vielleicht liegt es daran, weil hier die Tram-Verbindung nicht gut ist. Müssen wir uns mal anschauen. Wie sieht es hier aus? Da sind schon mehr. Okay, dann... schiebe ich es jetzt wirklich mal auf die Verbindung. Dann holen wir uns aber trotzdem mal noch einen Zug. Wieder den hier mit Passagierwägen. Die hat man genau. 1, 2, 3, 4, 5. Und weisen dich auf Regionalbahn 1 zu. Gut. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir mal den Flughafen. Und finden raus, was wir denn so alles vergessen haben, machen müssen, wie auch immer. So, der Flughafen
wird. Oh, der ist ja richtig günstig hier. Ja, werden wir mit Landweg von der Seite anschließen. Wie wir das mit Eisenbahn machen, müssen wir dann noch schauen. Natürlich wäre es eigentlich sinnvoller, den so anzuschließen und die Eisenbahn daneben zu machen. Nee, das machen wir hier. Wo, Moment, ich sollte trotzdem überlegen, wo ich die Eisenbahn hinbauen will. Die Eisenbahn müsste ich dann nämlich fast hier hinbauen, was sich mit dem hier nicht mehr ausgeht. Vielleicht bauen wir sie doch dahin. Habe ich da gerade irgendwo 500? Ich glaube, hier ist okay. Das sieht relativ flach aus. So, bauen wir da hin. Nicht mehr lange drüber nachdenken. Und jetzt können wir schauen. Wir könnten das Ganze aufrüsten. Wir können 3 Terminals bauen. Ja. Glaube ich, brauchen wir am Anfang noch nicht. Können wir auch eine neue Startbahn bauen? Nicht, oder? Das ist ja fast schade. So, wie viel kostet denn so ein Flugzeug? 197.000, das ist ja Schnäppchen. Mit wahnsinnigen 3 Passagieren. Wow. Okay. Ich bin etwas unterwältigt, muss ich jetzt zugeben. Ja, aber der Flughafen sollte an die Straße angeschlossen werden. Machen wir das mal so. Und dann hierhin. Da wird schon jemand mit Auto hinfahren wollen. Aber nicht so wichtig. Viel wichtiger, Schiene. Oh, was haben wir denn jetzt Neues? Wir haben neue Bahnhöfe, oder? Die sehen anders aus. Und den auch als Kopfbahnhof. Ja, ich würde sagen, der sieht schicker aus und für einen Flughafen kann man schon mal was Größeres nehmen. Machen wir vielleicht auch direkt mal 240. Ja, die Richtung ist natürlich bescheuert, aber egal. Wir machen da direkt was Größeres. Also hier, da sollte ja bitte die Verbindung passen. Darf auch gleich hier Stromlinien haben. Können wir vielleicht trotzdem mal schauen, ob wir da irgendwie sinnvoll hinkommen. Alles, was wir jetzt bauen mit Stromlinien, ist, denke ich, okay. Ja, wir würden hinkommen, wenn wir den Bahnhof etwas umbauen. Wenn wir den etwas schräger bauen. Ich glaube, das ist okay. Das wäre okay, wenn wir den neu bauen. Dann machen wir das mal. Also pausieren. Reißen wir den mal ab. Und hier auch noch alles. Wir fahren nämlich jetzt neuerdings über den Flughafen. Ja, vielleicht lasse ich es doch mal, weil eventuell wollen wir noch eine zusätzliche Linie, die nicht über Flughafen fährt. Ich denke zwar nicht, aber wer weiß. So, wir nehmen den hier als Kopfbahnhof, genau. Sollen wir gleich 4 nehmen? Ja, doch. Und machen wir vor allem komplett lang. Der ist ja, wenn wir den so bauen, direkt beim Hauptbahnhof. Ja, aber das passt schon. Ich weiß, ich werde ihn niemals 8-spurig machen, aber der würde hier reinpassen, oder? Wenn ich jetzt eine Taste hätte für die Nummer der Gleise reduzieren. Irgendwie so. Wie gesagt, das ist total unsinnig hier mit dem da. Aber ich bilde mir es jetzt ein. Drum machen wir das jetzt. Also. So.
So. Und so. Passt. Was wir damit machen, können wir mal überlegen. Da können wir dann eventuell doch noch irgendwie anders hinfahren. Das ist dann, denke ich, okay. Und dann kann man hier auch umsteigen. Flughafen wird ja gerne als Umstiegsbahnhof benutzt. Okay, und jetzt hier irgendwie darüber und dann hier anschließen. Ja, das sieht doch richtig aus. Das sieht doch alles ganz gut aus. Schauen wir mal. Sag mal. Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Aha, hier. Passt. So. Schneller Blick. Doch, denke ich, passt. Und jetzt im Prinzip, wow. Hier auf das Parallelgleis. Das sieht auch richtig aus. Coole Sache. Dann hätten wir hier schon mal die Verbindung zum Flughafen. Brauchen wir noch ein paar Signale. Logisch. Wie immer halt. Also einmal hier, einmal beim Rausfahren, einmal vorm Rausfahren. Und das passt. Und dann hier. Vorm Bahnhof noch, hinterm Bahnhof noch. Wie gesagt, ja, ich weiß, das hier ist ein bisschen sehr nah. Aber wer weiß, vielleicht möchte ja jemand von hier nach da und dann ist das Schnellste tatsächlich der Zug. Und wenn ich mir so in Hamburg manche Bahnhöfe angucke, ist das nicht viel weiter. Oder Berlin. Gut, also auf jeden Fall, bevor wir nach Mannstedt halten wir am Flughafen und als letztes auch nochmal hier. Okay, cool. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Dann können wir die Zeit wieder weiterlaufen lassen. Ohne dass allzu viel verloren ist. Ja klar, die ganzen Passagiere, die hier waren, sind weg. Wobei ich jetzt gerne wüsste, wo die sind. Funktioniert das jetzt übrigens, was ich mir ausgerechnet habe, mit Aufrüsten? Ja, cool. Also falls wir doch auf einmal beschließen, wir brauchen mehr, würde gehen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, ich habe den längsten genommen, weil ich mir dachte, jetzt werden wir definitiv nicht mehr aufrüsten. Eigentlich könnten wir hier vielleicht nochmal verlängern. Nee, können wir nicht. Müssten wir die Gleise anpassen. Ach, wurscht. Passt schon. Gut. Wir haben einen Flughafen. Dann bauen wir nochmal einen anderen Flughafen. Und zwar hier irgendwo hin. Also hier ungefähr. Ja. Oh, 500, 400. Okay. So kostet der da weniger. Ich hätte jetzt erwartet, dass es da ungerader ist. Aber okay. Ja, dann. Baumann dahin. Noch etwas verrutscht am Schluss, aber es ist, denke ich, immer noch okay. Auch hier wieder eine Verbindung. Irgendwie so. So. Nee. Ganz ehrlich? Nö. Nee, soll nicht. Der soll über die Landstraße verbunden sein. Und jetzt brauchen wir wieder einen Bahnhof. Und am besten zwei. Und dann brauchen wir hier noch einen Bahnhof. Machen wir auch wieder vier. Wo setzen wir den hin? Ja, das ist natürlich jetzt kleines Problem. Ich hätte hier gerne einen U-Bahnhof. Das ist der Grund, warum meistens bei Flughäfen, die unterirdisch sind. Ein Kopfbahnhof macht nämlich hier überhaupt keinen Sinn.
Ja, dann reißen wir hier nochmal das Ding ab. Nein, nicht den Flughafen, nur das Ding. Und machen das ein bisschen komplizierter. Also, zweite Straßenverbindung, ja. Das setzen wir hier hin, genau. Und dann verbinden wir das einmal hier. Und dann verbinden wir das einmal hier. Und jetzt bauen wir... einen Tunnel. Hier hin. Sieht das gut aus? Einigermaßen, oder? Ich glaube, wir können es durchgehen lassen. Dann passt das hier. Und jetzt brauchen wir noch den tatsächlichen Bahnhof. Den möchte ich jetzt nicht hier drüben bauen, weil da haben wir im Prinzip schon was. Sondern den bauen wir vielleicht... Wo müssen wir denn hier hin? Vielleicht da oder... Ne, da ist nichts mehr. Hier unten. Den bauen wir... Der ist nicht so groß. Das ist ein normaler Bahnhof. Zweispurig. Oder? Na, vielleicht bauen wir doch einen Kopfbahnhof. Aber 240 Meter reichen hier locker. Wo ist denn vorne da? Ach, der hat da oben noch einen Straßenanschluss. Interesting. Interesting, das ist gar nicht so verkehrt. Wo möchte ich den hinbauen? Irgendwie so. Bevor wir das machen, möchte ich ganz schnell noch was testen. Und zwar komme ich hier mit den Schienen unterirdisch. Dass ich sozusagen einmal unter... wie heißt das Ding? Birkenstein 21 oder so. Mit anderen Worten... hier einmal nach unten. Beziehungsweise hier einmal nach unten. Ja, würde ich schaffen. Wir machen das. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und dann. Also hier noch unterirdisch, klar. Wieso? Du sollst nicht snappen. Na, weiter nach unten musst du auch nicht. Dann kannst du dann hier irgendwie mal wieder langsam wieder hochkommen. Da würdest du hochkommen. Das ist okay. Ja. Nee. So nicht. Kannst auch mal so rummachen, wenn das sonst nicht rallt. Also hier parallel. Genau. So, und jetzt irgendwie nach oben, sodass wir oberirdisch den Bahnhof bauen können. Das gefällt mir. Dann haben wir hier unterirdisch zum Bahnhof rüber und der richtige Bahnhof ist auf der anderen Seite. Ah, das ist toll. Ja, ich weiß, Spielereien. Aber ich finde sie trotzdem toll. Genau, also Bahnhof. Nehmen wir den. Und dann machen wir doch nur drei und den setzen wir da rein. Der Bahnhof ist wahrscheinlich genauso weit weg wie der hier. Aber wir binden ihn besser an. Drum ist er nicht so weit weg. So, und alle Straßen führen zum Bahnhof oder so ähnlich. Und wir sollten hier natürlich noch schauen, dass wir kreuzen. Wieso nicht möglich? Okay, besser.
Ja, noch vor dem Tunnel. Okay, passt. Passt. Wir müssen nur einmal. Wunderbar, dann haben wir hier theoretisch schon mal eine Verbindung zum Flughafen. Die macht zwar noch nicht wirklich was, aber wir haben sie. Und wo fahren wir jetzt noch hin? Entweder nach Blankenhagen oder nach St. Julian. Also langfristig beides, aber wo fangen wir an? Vielleicht nach St. Julian. Weil da könnten wir dann mit unserem Netz mehr oder weniger verbinden, sodass wir nicht nur auf den Flieger angewiesen sind. Wieso macht der Flughafen Fliegergeräusche, wenn kein Flugzeug da ist? Wurscht. So, also. Kostet Waldemfern was? Nö, zum Glück nicht. Dann schauen wir hier, dass wir hier in einer möglichst schönen Rechtskurve den Berg etwas hochkommen. Möglichst nicht allzu viel Steigung. Und wenn wir dann danach hin nach Idelberg. Das heißt, wenn wir hier hinkommen würden, wäre das perfekt. Schauen wir mal. Das wird sich sogar eigentlich ganz gut ausgehen. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, sieht gut aus. Dann können wir hier den Bahnhof hinbauen. Ding, 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 ding. In dem Fall brauchen wir keine. Und auch zwei Tracks reichen wahrscheinlich. Eher so. Okay. Das war die rechte Spur, das heißt, wir müssen es so verbinden. Das sieht auch gut aus. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann einmal hier noch verbinden in die andere Richtung. Und dann nehmen wir das Ganze mal in Betrieb. Dann haben wir nämlich hier schon mal ein paar Orte, die wir vom Flughafen aus bedienen können, sodass es lohnt, mehr oder weniger zu starten. Wo hat er denn jetzt ein Problem? Ich tippe auf Bahnübergang, aber also bis hierher geht's. Schauen wir mal, ob er es jetzt mag. Ja. Gut, wunderbar. Dann machen wir hier noch eine Ausweiche. Dann können wir nämlich hier wirklich starten. Gut. Das Depot bauen wir jetzt auf die Schnelle einfach auf die Seite. Depot. Dahin bitte. So, also, wir brauchen einmal einen neuen Zug. Den da. Ja. Mit 1, 2, 3, 4, 5. Neue Linie von hier über den Flughafen nach da und wieder zurück. Sieht alles richtig aus. Ein Zug reicht erstmal. Gut, dann brauchen wir hier ein neues Flugzeug. Machen wir mal zwei Stück. Weil mit drei Leuten bis ja nicht weit. Von hier. Nach da. Ja, wir haben unsere ersten Fluglinie. Dann müssen wir direkt mal dem Flugzeug zugucken. Natürlich noch ohne Passagiere. Ist ja keine Frage. Aber man startet ja klein. Und wir müssen natürlich die ganzen Bahnsachen noch verbinden. Keine Frage ebenfalls. Also die Bahnhöfe mit den Städten fehlt natürlich noch. So, kein Passagier, schade. Hey, erstes Flugzeug. Woo! Achievement, ole ole.
Da kommt gerade der Zug. Ist eigentlich ein schönes Bild, finde ich, oder? Was meint ihr? Mal ein Screenshot mal. Ist Druck Screenshot? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal. Jetzt noch die Höhenlinien ausmachen würde. Wahrscheinlich wäre es schöner. So, jetzt nochmal. Druck. Hat ein bisschen gezuckelt. Vielleicht hat er eins gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, allgemein. Das Einzige, was man an der Grafik wirklich jammern kann, ist so ein bisschen die Bodentextur, finde ich. Also Flugzeuge, die ganzen Gebäude und sonst was sehen echt gut aus. Aber die Texturen am Boden sind schon etwas sehr platt. Ja, okay, wir starten. Diese ultralangen Landebahn, die auch noch... Ich glaube echt, dass man das irgendwann mal ausbauen kann, weil die ist ja noch aus Dreck. Wir fliegen! Hui! Ich finde den Bahnhof noch cool. So. Ich beschleunige mal, damit wir sehen, wie wir hier drüben hinkommen. Jetzt möchte ich schon dabei bleiben. Das klingt komisch mit dem Motor. Der wurde gerade leiser. Aber naja. Hier unten sehen wir irgendeinen Gutshof, beziehungsweise eine Fabrik. Hinten blinken grüne Zahlen. Ich mag es, wenn grüne Zahlen blinken. Was ich nicht mag, sind rote Zahlen. Rote Zahlen sind böse. Ich glaube, wir sehen gleich rote Zahlen. Sage ich doch. Also stellt euch mal vor, ihr fliegt und ihr braucht ein paar Monate. Besser nicht, nee. Das sieht trotzdem cool aus. So, da hinten ist der Flughafen. Wir gehen mittlerweile schon in Sinkflug. Jetzt gibt es gleich eine Linkskurve, vermute ich. So, er macht zwei Rechtskurven. Und wir sind gelandet. Wow, der nimmt sich aber nicht viel Zeit, Platz hier. Ich hätte schon ein paar Meter früher aufgesetzt. Wie auch immer, wir haben unseren ersten Flug beendet. Hui, cool. Ja, jetzt bräuchten wir nur noch ein paar Passagiere, aber ich denke, das wird sich mittel- bis langfristig schon noch ergeben. Wartet hier zufällig jemand? Nee, noch nicht. Das nächste Flugzeug ist direkt dahinter. Ja, der Flughafen ist ja noch nicht wirklich verbunden, von daher möchte da noch niemand lang. Egal. Wir haben Flugzeuge. Ole, ole, ole. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus.